Ich begrüße euch alle herzlich zurück hier an der Küste von Kalador, der Eisenbucht, wenn man so möchte. Edward ist verschwunden, das ist gar nicht gut, denn da vorne warten starke Varaner auf uns. Ich würde beinahe sagen, wir suchen ihn mal, nachdem wir beim letzten Mal, ja, ein wenig Wasser getrunken haben, um uns wieder zu regenerieren, ist er ja spurlos verschwunden. Edward? Ich glaube beinahe, dass es eine recht... Oh, ein roher Fisch, sehr schön. Eine recht auswegslose Suche werden wird. Nate ist hier noch immer, aber keine Spur von Edward. Was machen wir, was machen wir? Ohne Edward wird das Ganze ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen gegen die Varane zu bestehen. Ich weiß, wir könnten jetzt natürlich mit Nate einfach... Da ist er ja. Ich will gar nicht wissen, was der jetzt schon alles gemacht hat. Er hat wahrscheinlich schon das Erbe seiner Vorfahren gefunden. Ah, okay, anderes Thema. Wir könnten natürlich jetzt auch mit Nate in Richtung der guten Zitadelle aufbrechen, aber ich würde gerne einfach erstmal auf eigene Faust hier diese Küste erkunden und vor allen Dingen so auch selber individuell etwas hier über Kalador fahren. Da oben sehen wir bereits Ruinen auf den Felsen. Denn ihr habt ja gehört, hier sind die Ruinen der dunklen Krieger zu finden. Und ich finde, es gibt nichts Spannenderes, als in einem Piranha-Bytes-Spiel die Erkundung anzustreben. Oh wei. Eine nehme ich, aber auch nur einen. Das war zu früh. So, das hat funktioniert. Sehr schön, Edward. Packen wir uns den. Oh Gott, das war knapp. Oh Gott, jetzt sind zwei. Jetzt ist wieder nur einer. Na komm, Edward. Autsch. Mit dem Krabbenstecher stechen wir hier den Varan tot. Oh Mann. Ja, Edward, du sagst es. Er macht sich keine Mützen aus irgendwelchen Häutern. Er ist hier der ganz, ganz, ganz klare, der Stärkere gewinnt. Fanatiker. Fanatiker ist der falsche Begriff, aber ihr wisst, was ich meine. Und Herrgott, ist das schön. Es sieht schon toll aus, muss ich zugeben. So, runter hier. Und ich muss echt sagen, also ich habe das Spiel... Es hört sich so brachial an. Ich besitze das Spiel jetzt quasi dreimal. Die 360-Fassung, die Collector's Edition für den PC und jetzt hier die Enhanced Edition für die PlayStation 4. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich hier die PlayStation 4-Version auch nochmal habe. Und vor allen Dingen... Autsch, unfair. Und vor allen Dingen, dass ich mich dazu entschieden habe, diese Version noch einmal mit euch zu teilen. Denn es macht mir einfach nur unglaublich viel Spaß. So. Autsch. Jetzt werde ich unvorsichtig, das ist gar nicht gut. So. Tja. Das war's mit dem Varan. Und hier haben wir eine Muschel. Die sieht aus, als könnte man die aufheben, die Muschel. Echt gemein. Muschel. Und wieder so eine unfaire Muschel, die man nicht aufheben kann. Eine Schildkröte und das müssten zwei Rammer sein, soweit ich mich erinnere. Sie hießen Rammer, oder? Ist mir natürlich auch ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt habe.
Damals zuletzt aber tatsächlich auf der Xbox 360. Und zwar nach dem Aufnehmen ein zweites Mal. Ja, zwei sind gar nicht gut. Oh Mann, also Rammer würde passen. Ein Rammer, tatsächlich. Autsch, autsch, boah. Das hat wehgetan, wir waren klinisch tot. Und habt ihr gerade einen der Tricks der Dämonenjäger gesehen, diese Art teleportieren? Oh, danke. Edward kann es auch heilen. Das ist ja schick. Autsch. Boah. Die haben echt einen sehr, sehr gemeinen Angriff, die Rammer. Und damit meine ich nicht ihr gemeines Rammen, sondern das hier. Da scheitert man nämlich beim Wegrollen, weil es einfach zu schnell geht. Naja, das Wegfliegen hat mehr Spaß gemacht. Die Schildkröte geht die ganze Zeit rückwärts. Ja, also Rammer sind nicht ohne. Definitiv die stärksten Gegner bis jetzt, würde ich sagen. Und vor dem zweiten Rammer speichere ich glatt nochmal, denn jeder könnte hier natürlich unser Todesurteil bedeuten. Können natürlich auch erstmal nur auf die Pistole zurückgreifen. Die macht guten Schaden. Du hast einen Meister gefunden. Schleuder die armen Rammer doch nicht so durch die Gegend. So. Und wie weit wir schon gekommen sind, oder? Ich meine, da hinten ist das Schiff, da ist die Schaluppe. Also haben wir schon eine große Distanz zurückgelegt mittlerweile. Wir sind jetzt auch schon hier, möchte ich behaupten. Hier würde jetzt ein schmaler Weg nach oben führen, aber wir bleiben weiter hier am Strand und werden diesen, wie gesagt, einmal komplett umlaufen. Oh. Na, das sieht ja interessant aus. Ich glaube, der Rammer als stärkster Gegner bis jetzt wurde gerade abgelöst. So, das ist ganz gut, dass der Erzgolem uns gerade folgt, denn dann können wir ihn von dem zweiten Golem weglocken. Ja, sein Angriff kann man ganz gut ausweichen. Ja, also 400 Erfahrungspunkte, einmal Eisenerz. Nicht so großzügig bitte, aber 400 Erfahrungspunkte? Dafür war der jetzt gar nicht so schwierig. Da würde ich doch glatt den zweiten Kampf provozieren, ein Eisengolem. Also scheinen sich hier die Golems nach Gesteinsarten zu richten. Ah. Nicht mehr nach Elementen, wie es noch in Gothic der Fall gewesen ist.
Ihr merkt schon, trotzdem habe ich einen Hauch von Respekt vor ihm. Ja. Wobei man ihn wirklich sehr, sehr leicht ausweichen kann. Weil er sehr, sehr lange Phasen braucht, um seinen Angriff aufzuladen. Und so wird der erste kleine Fehler direkt hier beim Golem bestraft. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, ich habe mich gespeichert nach dem ersten Golem. Oh wei. Da wurden wir aber jetzt direkt gedemütigt. Habt ihr das gesehen? Einmal erledigt, auf den Boden gefallen, dann direkt hier. Schlussstrich, sozusagen. Doch, Respekt. Aber gut, haben wir nicht anders verdient. Da war ich zu unaufmerksam. Da wollte ich den zweiten Schlag nachsetzen, obwohl ich schon gesehen habe, dass er auflädt. Ich hätte einfach warten sollen. Hätte, hätte, hätte. Jetzt ist es zu spät. Das heißt, wir müssen es jetzt ein zweites Mal versuchen. Oh Mann. Wichtig ist erst, dass wir nur einen Golem anlocken. Ah, das war gar nicht gut. Fängt super an. Edward, bitte ein bisschen auf Distanz bleiben. Das war schon wieder sehr, sehr knapp. Wir müssen definitiv mehr mit Edward zusammenarbeiten. Dann sollte das Ganze deutlich einfacher werden. Oh, ich habe total Angst vor dem Golem, wirklich. Boah. Autsch. Edward ist nicht so heilungsfreudig wie unser guter Bones. Kleiner Piekser ist dir total egal, oder? Er greift uns nicht an. Oh, danke schön. Sehr nette Heilung. Edward, gleich hast du den zweiten auch angelockt. Die Heilung war unnötig. Oh, nein, nicht mich angreifen. Autsch. Autsch, Edward, bitte. Erledige ihn. Oh Mann. Edward, ganz unpassend. Das war ein so schwerer Kampf. Da erlaube ich dir jetzt keine blöden Kommentare. Aber ich muss sagen, dafür, dass wir theoretisch gesehen ja noch gar keine Fertigkeitspunkte in unsere Fertigkeiten im Sinne, ja, des Kämpfens investiert haben, läuft es verdammt gut. Ich denke mal, das können wir wirklich behaupten. Wir sind sozusagen noch der blutige Anfänger mit einem Krabbenstecher. Ich denke mal, dafür überhaupt hier gegen die Golems anzukommen, ist schon eine gute Leistung. Ich hätte gerne eine Heilung von unserem guten Edward, aber die sind recht rar. Eins und zwei und drei und... Ah, das war's schon. Okay. Oh, eins und zwei und drei. Immerhin immer die Dreier-Kombo, das ist super. Und da war auch wieder eine Heilung von Edward. Dieser Doppelschlag ist echt gemein. Oh. Gar nichts. Dankeschön, sehr, sehr freundlich. Da liegt doch eine Flaschenpost. Nimm die doch mit. Ah, unser Held ist ja vielleicht einer. Ja, wir essen mal einmal Proviant. Das sollten wir auf jeden Fall gebrauchen können. Es nimmt kein Ende mit. Du sagst es, vom Regen in die Traufe.
aus, als könntest du einen Schluck vertragen nach diesem Kampf. Ja, du könntest mich einfach heilen, mein Freund. Wie wär's damit? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Moment mal. Diese Art der Gefangenschaft kennen wir doch von unserem guten Lagermeister auf Antigua. Speichern wir mal. Das sieht aus wie ein, ja, betender Magier. Betend in Anführungszeichen. Hallo? Was willst du hier? Verschwinde! Ja, ja, ganz, ganz ruhig. Ja, was machst du denn hier? Was machst du hier? Das geht dich einen feuchten Scheiß an. Wenn du nicht gleich wieder abhaust, passiert was. Ich werde dieses Ritual zu Ende bringen. Und niemand kann mich aufhalten. Ja, da knallt er durch. Nee, was denn für ein Ritual, bitte? Was für ein Ritual soll das sein? Ich werde diese Frau opfern. Ich werde sie opfern. Die schattige Macht wird sich meiner bemächtigen. Und ich werde zum größten Magier aufsteigen, den die Welt je gesehen hat. Aha. Aber du kommst mir gerade recht. Ich werde euch einfach beide opfern. Mach dich bereit zu sterben. Ich mach dich kalt. Tyrion, ein Magier. Ein sehr, sehr böser Magier. Autsch, das hat wehgetan. Tyrion, ich glaube, der will nicht gerade mit uns spielen, sondern eher kurzen Prozess machen. Ihr habt es gerade gesehen. Autsch. Der Zauber war aber gemein. Habt ihr das gesehen? Das war einer der Zauber, die einen auch als Wächter erwarten. Das war, glaube ich, die Druckwelle, oder? Davon gibt es natürlich auch einen Runenstein und ebenfalls eine Spruchrolle. Aber ich meine, das gerade wäre, ja, Druckwelle gewesen. Und wie gesagt, ich betone es noch einmal, wir spielen den ganzen Spaß auf schwer. Es gibt auch Ultra, aber schwer ist schon, würde ich sagen, im normalen Spielgebrauch so der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Auf Ultra muss man sich nicht wirklich durchkauern. Was willst du hier? Und das wäre dann auch hier natürlich für das Let's Play-Projekt schlichtweg zu viel. Aber ich will. Ich mach dich kalt! Damit sollte sich das Thema Tyrion erledigt haben. Ich glaube nicht mehr, dass er noch einen Zauber ausführen kann. Oh, wir haben den Schatz gefunden. Es ist brutal. Tyrion. 180 Gold und Feuerregen. Und hier haben wir einen versteckten Schatz. Davon haben wir die Schatzkarte. So, bei unserem guten Angus gefunden, im Fischerdorf. Ich habe hohe Erwartungen. Schatztruhe. 100 Gold, Kerzenständer, Büste, Bauplan für Feueropal. Schrotflint, Silberzunge, Kristallmagie erhöht. Er funkelt in allen Farben des Feuers. Ja, nicht schlecht, nehme ich gerne mit. Und wen haben wir hier? Jill. Den Triumph über Tyrion würde ich aber glatt mit einem Speicherstand belohnen. Und ich glaube, wir haben der Dame hier das Leben gerettet. Jill, willkommen zurück auf dem Boden der Tatsachen. Ich meine, der wollte die opfern. Danke, dass du mich befreit hast. Dieser verrückte Magier. Ich hätte mich nie mit ihm einlassen dürfen. Okay. Und wieso hast du das? Wieso hast du dich mit ihm eingelassen? Ich dachte, er ist ein netter Kerl. Er klang so interessant, erzählte mir Dinge über ferne Länder und sagte, er könnte mir das Zaubern beibringen. In meiner Naivität habe ich ihm das natürlich geglaubt. Ich hätte schon stutzig werden sollen, als wir bei unserem Strandspaziergang plötzlich auf dieses Lager gestoßen sind. Aber jetzt bist ja du da. Vielen Dank. Ja, ja, gern geschehen. Und der Magier wird wohl jetzt gar keine Dame mehr belästigen können. Der Magier wird dich nicht mehr belästigen. Vielen, vielen Dank. Wer weiß, was der Irre noch mit mir anstellen wollte. Ich bin eigentlich hart im Nehmen, aber dieser Typ hat mir Angst gemacht. Ich glaube fast, er wollte mich opfern. Wie auch immer,
Du hast dir eine Belohnung verdient. Also zuallererst mal sieht Edward gerade echt gruselig aus, oder? ja, und zweitens starrt der Jill total gruselig an. Das fällt mir auch gerade auf. Und drittens hat Jill verdammt viel Ähnlichkeit mit Grace. Aber Edward, was ist los mit dem, wie der die immer anguckt? Achtet da mal drauf. Ja, wir wollen keine Belohnung. Ich meine, das ist eine Dame in Not und wir als Gentleman, ihr wisst ja. Ich möchte keine Belohnung von dir. Ein echter Gentleman, was? Ich kann mich gar nicht oft genug bei dir bedanken. Ich werde ab jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, mit was für Gestalten ich mich einlasse. Was hast du jetzt vor? Ich werde zurück zur Taverne gehen. Hier ist es irgendwie gruselig. Ah ja, zur Taverne. Wenn du selbst auf so zwielichtige Männer reinfällst, dann brauchst du doch bestimmt eine Begleitung, oder? Und ich würde nicht Edward nehmen, der guckt gerade schon wieder so gruselig. Guckt euch an. Also wenn er mich so angucken würde, wie er mich gerade indirekt anguckt. 110, sage ich nur. Also da hätte ich Angst. Soll ich dich begleiten? Nein, danke, ich komme schon klar. Wir sehen uns dann in der Taverne. Auf den Schock gehe ich erstmal einen trinken. Danke nochmal für alles. Wie der die anstarrt, als würde er die gleich umbringen. Richtig krank, meine Güte. Da liegt ein Buch, aber das können wir nicht benutzen. Edward, Edward, du kranker Mistkerl. Ich wusste doch, dass irgendwas mit dem nicht stimmt. Randolph war wahrscheinlich ein ganz, ganz schräger und komischer Finger. Sein Vorfahre, wenn ihr wisst, wen ich meine. Oh Mann. Gruselig, gruselig, gruselig. Ja, und ihr seht schon, das Gebiet ist verdammt riesig. Wir sind bis jetzt hier lang gelaufen. Und es wartet noch ganz schön viel auf uns. Aber dieser Strandspaziergang, ich finde, der ist einfach super, um hier das Gebiet zu beginnen. Und vor allen Dingen, um einen Eindruck zu bekommen, was genau Kalador überhaupt darstellt hier. Als die große Eisenbucht. Ich glaube, wir dürfen nicht einmal getroffen werden. Und da hat man gerade wieder gesehen, die Pistole hat verdammt viel Schaden angerichtet. Apropos Pistole, wir speichern natürlich. Das ist ein Sieg, der ja gewürdigt werden muss. Sagen wir es mal so rum. Wie sieht es eigentlich jetzt aus mit dem Ruhm von uns? 19.000, das ist super. Seeteufel sind ja wirklich in Ordnung mittlerweile, also vor dem müssen wir gar keine Angst mehr haben. Wow, wenn es nicht gerade drei sind und der dritte total überraschend kommt, nachdem ich meine Waffe weggesteckt habe. Deine Wunden sehen schlimm aus. Ich glaube, ein Schluck Rum wäre jetzt angebracht. Ja, oder du heilst mich und wir sparen uns den Rum auf, mein Freund, aber... Davon versteht Edward nichts. Eine Muschel. Mann. Die Muscheln sind total gemein. Ich will die mal aufheben. Was haben wir hier? Wieder so ein... Ich sag es euch, diese Muschel... Ach du Schande, nee. Ja, das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz anderes Kaliber. Ein großer, großer Schattengegner. Den kennen wir bereits aus dem, ich sag mal, Prolog. Nee. Boah. Autsch. Also, ja.
Schön, dass wir hier jetzt nach dem Hochflug der Golems mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Aber auch der sollte vor allen Dingen mit Edwards Hilfe kein großes Problem werden. Man könnte dem Spiel jetzt natürlich theoretisch schon beinahe Überstärke der Begleiter vorwerfen. Häufiges Speichern ist sinnvoll. Das würde ich aber dreifach unterstreichen, wenn ich hier die Texte schreiben würde. Aber wir haben dann tatsächlich den südlichen Strand bereits erkundet. Und wie gesagt, natürlich könnten wir jetzt erst zur Zitadelle gehen, denn an sich ist das Gebiet... Es ist zu schwierig, sagen wir es mal so. Aber ich finde, genau das macht einen riesigen Reiz aus, jetzt einfach die Küste entlang zu schlendern. Und hier die Gegend zu erkunden. Alleine schon so ein Kampf hier. Der ist doch unbezahlbar sonst. Uah, das war nicht so gemeint. Edward. Was für ein Monster. Nee, wir geben das nicht auf, Leute. Das ist jetzt der krönende Abschluss dieser Aufnahme hier, dass wir den besiegen. Nee. Also da bin ich aus anderen Spielen Härteres gewöhnt. Also von so einem Schattenwächter lasse ich mich jetzt nicht zurechtweisen. Auf keinen Fall. Aber, also, ich muss ja schon, also... Ein Schlag ist es aber dafür, dass ich mich auch noch mit Proviant geheilt habe. Ganz schön heftig. Nicht schlecht. Aber ich denke mal, ja, wir sollten ja eigentlich auch noch nicht sein in der Ecke. Aber wie gesagt, das ist, finde ich, ein Reiz, den nun mal ein Piranha-Bytes-Spiel bietet. In Gothic ein Schattenläufer mit Level 5 zu besiegen zum Beispiel, ist auch ein einmaliges Erlebnis. Und gleiches gilt hier für unseren kleinen Schattenfreund. Da hat schon mal wieder sehr, sehr viel Glück. Wie sieht's denn eigentlich aus mit irgendwelchen, ja, magischen Gegenständen? Das wird nichts. Nein, das wird nichts. Das glaube ich dir. Ja. Nee. Oh. Autsch. Nein. Aber wie gesagt, Leute. Ich gebe jetzt nicht auf. Das schaffen wir irgendwie. Was bringt das denn? Also was der Spruch Rückschlag genau bringt, würde ich mir gerne gleich mal durchlesen. Das war jetzt nicht ganz so beeindruckend, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt reizt es mich natürlich hier, den Gegner zu besiegen. Das machen wir auch. Also ich werde mich jetzt nicht hier geschlagen geben an dieser Stelle, auf keinen Fall. Dafür ist mein Ego zu groß und dafür macht mir das, um ehrlich zu sein, noch zu viel Spaß, mich hier mit dem Gegner zu messen. Machen wir es ganz anders und machen das hier. Ja, diese Schriftrolle lässt magisches Feuer auf deine Gegner herabregnen. Eigentlich totale Verschwendung, aber...
Das darf doch nicht wahr. Das war jetzt Vorführeffekt. Aber ihr habt gesehen, das war jetzt extra, nur um euch zu zeigen, ja, er tötet uns wirklich mit einem Schlag, wenn unsere Lebensenergie nicht gerade voll ist. Ja, der Feuerregen ist ein sehr starker Zauber, das habt ihr gerade auch gesehen. Und das allerbeste wird sein, dass wir den Zauber dank der Runenmagie, wie wir sie aus Risen 1 kennen, vermutlich, ich will nicht zu viel verraten, auch irgendwann mal ohne Spruchrollen benutzen können. Und permanent so einen Feuerregen mit sich rumzutragen, ist sicherlich nicht gerade die, ja, schwächste Charaktereigenschaft. Dann zünden wir jetzt wirklich den Feuerregen. Ist eigentlich relativ verschwenderisch, da man damit auch große Gegnermengen sehr leicht besiegen kann, anstatt jetzt nur einen zu benutzen. Okay, ich bin beeindruckt. Er ist sehr, sehr stark. Der hält sogar einen ganzen Feuerregen aus. Wobei ich sagen muss, die Wirkungsdauer vom Feuerregen ist auch nicht gerade überragend. Könnte auch besonderer sein. Hört sich seltsam an. Na gut, wie gesagt, wir schaffen das. Das gehört dazu, Leute. Wir spielen auf schwer. Wir spielen als, momentan noch vollkommen belehrter Schwertkämpfer mit einem Krabbenstecher. Und ich denke mal, das hier ist unsere erste große Herausforderung. Bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht gestorben oder einmal gestorben. Jetzt sterben wir hier am laufenden Bande. Aber es gehört dazu. Bei der Schwierigkeit gehört das dazu. Oh Mann. Wisst ihr, und dann gibt er nur 200 Ruhm. Und ein Golem gibt 400 Ruhm und ist deutlich schwächer gewesen. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Aber ich würde sagen, Leute, der Golem da vorne ist auch perfekt fürs nächste Video geeignet, oder? Ich würde sagen, mit dem Sieg über unserem guten Schattenwächter, meine Güte, war der stark, geht's hier beim nächsten Mal weiter mit dem letzten Stückchen des Strandes, tatsächlich. Und dann würde ich sagen, können wir vielleicht hier über dieses Hochplateau langsam hier über die Brücke zurückkehren zum Fischerstrand. Und von da aus gehen wir dann wirklich mal in Richtung der Zitadelle. Dann soll es das doch mal erreichen hier mit der Erkundungstour. Aber all das erst hier beim nächsten Mal bei Risen 3 Titanlords. Ich freue mich drauf, sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und das war's hier aus der Eisenbucht.
Gnadenlose.